Der Sommer befeuert das Tübinger Nachtleben. Darin sieht die Universitätsstadt laut einer Pressemitteilung eine potenzielle Gefahr für Massenansteckungen mit dem Coronavirus. Um eine Ansteckungsgefahr zu verringern, hat die Stadt nun einen Stufenplan entwickelt. Dieser sieht im ersten Schritt vor, an den Wochenenden doppelt so viele Sicherheitskräfte wie bisher einzusetzen, um Feiernde auf die geltenden Abstandsregeln und Maskenpflicht in Bussen hinzuweisen. Der zweite Schritt könnte den Ordnungsdienst dazu befugen, die Personalien aller Menschen aufzunehmen, die in Gruppen mit mehr als 5 Personen zusammensitzen. So sollen Infektionsketten leichter nachvollziehbar sein. Möglicherweise kann es in einem dritten Schritt auch zu nächtlichen Alkoholkonsumverboten und Betretungsverboten für bestimmte Plätze kommen. Diese Einschränkungen, so Oberbürgermeister Boris Palmer, würden andere Freiheiten im Bereich der Kitas und Schulen sowie im Einzelhandel und in der Gastronomie erhalten.